Noch ein Video hinterher. Und zwar geht es diesmal um vermeintliche Corona-Ausbrüche in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen. Ich hatte eben schon ein Video gemacht über den Qualitätsjournalisten Thomas Baumann-Hartwig und die Dresdner neuesten Nachrichten und ihre mangelhafte Darstellung der Sterbefälle in Dresden. Jetzt soll es also um Corona-Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen gehen. Und inzwischen hat sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, wie es im Gendersprech so schön heißt, an mich gewendet und hat mir ein paar Details erzählt, wie es denn in ihrem Pflegeheim zugeht und wie oft dort das Gesundheitsamt mit einem halben Dutzend oder mehr Mitarbeitern in voller Montur, das heißt in Schutzkleidung, FFP2-Masken und so weiter, einrückt. Und die Bewohner, ja, ich will es mal zwangstestet nennen. Ne? Es gab also letzte Woche irgendwie ein, zwei positive Fälle. Und zwar nachdem die Bewohner dort gegen Corona geimpft worden sind. Teilweise einmal, teilweise schon zweimal. Und komischerweise werden diese Menschen nicht nur getestet, die Geimpften, alten Menschen, sondern sie werden auch positiv getestet und zwar erst nach der Corona-Impfung. Das Pflegeheim ist also nach Aussage des Pflegeheimmitarbeiters wochenlang ohne Corona gewesen. Gab keinen Corona-Fall. Dann kam die Impfung und jetzt gibt es positive Tests. Und diese positiven Tests, die werden jetzt, und das ist jetzt meine Meinung, dazu genutzt, um jetzt alle ein, zwei, drei Tage in diesem Pflegeheim einzurücken und die ganze Mannschaft durchzutesten. So produziert man eine Inzidenz von 50 für Dresden. Ich habe mal ausgerechnet, es bedarf wohl ungefähr 40 positiver Tests an 7 aufeinanderfolgenden Tagen in Dresden. Und dann bleibt es bei der Inzidenz von 50. Sollten es nur in Anführungszeichen 28 positive Tests für ganz Dresden an 7 aufeinanderfolgenden Tagen sein, dann senke die Inzidenz auf 35. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen in Dresden sind, aber ich würde mal davon ausgehen, wenn man also regelmäßig in Alten- und Pflegeheimen testet, und zwar in denen die Bewohner bereits größtenteils geimpft sind, dann findet man regelmäßig 40 positive Tests in Dresden jeden Tag an 7 aufeinanderfolgenden Tagen. Und so kann die Exekutive, die Verwaltung, die offenbar den eigenen Kopf nicht anschaltet, sondern auf das hört, was ihr aus dem sogenannten Sozialministerium von Sachsen mitgeteilt wird, testen, testen, testen. Das wird einfach mal ausgeführt und dann halten wir die 50er-Inzidenz und dann werden die Leute betteln und werden alles annehmen, damit sie bloß wieder eine kleine Freiheit bekommen. Und wie hat es Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, so schön ausgedrückt, wenn die Leute wieder zum Friseur gehen können oder dürfen, dann geben wir ihnen ihre Würde zurück. Also wenn man Leuten die Würde zurückgibt, dann muss man sie ihnen vorher genommen haben. Und ich würde behaupten, genau das trifft zu. Man hat uns Menschen, uns Bürgern, dem Souverän, die Würde genommen, indem man uns mit absolut hirnrissigen Maßnahmen, die nichts bewirken, und da ist der Freistaat, die Exekutive in der Beweispflicht, dass der Lockdown etwas bringt. Nicht die Menschen, denen die Grundrechte genommen werden, müssen beweisen, dass der Lockdown sinnlos ist, sondern diejenigen, die diese Grundrechte einschränken oder sogar wegnehmen. Also, in Pflegeheimen wird fleißig getestet, die alten Menschen können sich so gut wie nicht wehren und die Pfleger werden teilweise gleich mitgetestet und so werden positive Corona-Fälle fabriziert, produziert. Und dann kann die Stadtverwaltung schön ihre Inzidenz behalten und die Grundrechte weiter einschränken auf lokaler Ebene.
Und die Dresdner Qualitätspresse hat was Alarmistisches zu berichten. So funktioniert das Spiel und wir gucken mal alle gemeinsam, wie lange dieses Spielchen noch funktioniert. Ich weise hiermit nochmal darauf hin, dass am 20. Februar, das ist am kommenden Samstag, ein Autokorso stattfindet durch Dresden, geplant von den Dresdner Querdenkern. Sammelpunkt ist der Parkplatz an der Marienbrücke, 14 Uhr. Und um 15 Uhr soll es dann mit dem Autokorso losgehen. Das Video von den Querdenkern mit den Instruktionen, was also die Versammlungsbehörde ihnen an Auflagen gemacht hat, das ist leider etwas lang geworden, lieber Markus. Das verlinke ich oben als Infokachel und dann hoffe ich auf rege Beteiligung. Und wenn die Beteiligung wirklich rege ist, mit maximal 400 Fahrzeugen bzw. 1000 Teilnehmern, dann dürfte dieser Autokorso recht lang werden. Ich kriege es gerade nicht hin. Also wir reden von mehreren Kilometern und ich glaube, es würde bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h 18 Minuten dauern, bis der gesamte Korso, so er denn so groß wird, ein und dieselbe Stelle passiert hat. Also 20. Februar, Treffpunkt, Parkplatz unter der Marienbrücke. Und ja, ich hoffe auf rege Beteiligung. Pfiat's euch!